Ayo, was geht, Freunde? Ich bin Staffel. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Dino Crisis 2. Ich habe jetzt locker 20 Minuten Minimum. Bin ich durch die ganze Map geschlendert, um überhaupt herauszufinden, wo ich hin muss, Alter. Und so, ich habe jetzt diesen Weg gefunden, jetzt hier. Beziehungsweise habe ich im Log nachgeguckt. Ich habe jetzt schon die Tür aufgemacht. Ja, die Wege sind so komplett weird. Das ist schon echt, Alter, sehr, sehr verwirrend. Sehr, sehr verwirrend. So, jetzt geht's weiter. Und direkt eine Cutscene. Ja, geil, wie geil ist das denn? Was seid ihr für Schwanzviecher, Alter? Geh mal weg! Oh mein Gott. Was seid ihr für Drecksviecher, Mann? Ey, bist du behindert? Tschüss, Digga. Die machen ja richtig ernst. Die machen ja richtig ernst, Alter. Mein Gott. So. Okay, hier kann ich nur rein, wenn ich Facility Key, warte mal. Perfekt. So. Oh Mann, ich bin immer noch am Arsch, Digga. Mir geht's gerade ein bisschen besser. Ich habe gerade 13, 18. Ich hab heute Morgen wieder so, also in der Nacht, wieder so maximal Fieber gehabt, Digga. Mir ging es so schlecht. Mir ging es so schlecht. Jetzt gerade geht's wieder ein bisschen. Electronic Lock. Das ist, glaube ich, ja, ich weiß. Warte mal. Was ist jetzt los? Oh, du kleiner Scheißhaufen! Aspen Stone. Du kleiner Scheißhaufen! So, warte mal. Er bringt das Safe seinen Cousins. So, warte, können wir hier mal erstmal ein Dings. Eine. Ja, wer es lesen will. Ey, ist jetzt auch egal, Digga, scheiß drauf. Juckt den Kai, ist auch weggisch. So, aufladen muss ich jetzt, glaube ich, noch nichts. Das ist jetzt so rätselmäßig, was ich machen muss. Will hier irgendwie in die Enge treiben oder so. Schauen wir mal. Du kannst dich halt. Das Ding ist, ne? Du kannst dich halt nicht mehr richtig wehren. Teilweise. Habe ich das Gefühl. Also, die springen dich an und du kannst dagegen halt irgendwie nichts machen. Ah, verstehe, du kleiner Müllhaufen. Junge, es sind solche Hurensöhne, ne? Also wirklich, allesamt aber. Warte mal kurz. Dieser kleine Scheißhaufen.
Ich lappe kurz mein Leben auf, Digga. Ich hab Recovery. Aber ich kann noch was. Medpack M. So, dass ich wenigstens wieder ein bisschen mein Leben hab. Warte, irgendwie muss ich den jetzt jagen oder so, ne? Ja, lasst mich doch in Ruhe, Alter. Könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen? Das ist nicht möglich, Digga. Jetzt ohne Scheiß, lasst mich doch in Frieden. Kann ich diesen kleinen Scheiß nicht einfach abknallen? Ja, der macht einen Spin-Kick, Digga, als wäre der keine Ahnung hier, Alter. Was weiß ich was. Warte, was ist hier? Ist der hier drin jetzt? Was ist das hier überhaupt? Tschüss. Okay, alles. Alles zu, wie es aussieht? Oh Mann, oh Mann. Warte. Braucht kein Mensch, nimm's aber trotzdem mit. Was ist da jetzt? Warte, muss ich einfach alle zumachen? Ich kann nicht mehr tragen, okay. Das kann ich. Ah ne, warte mal. Ich verstehe, warte, okay. Jetzt peil ich. Ich muss alle zumachen, außer das eine. Und diesen kleinen Ziegenficker da. Da reinlocken. Warte, 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 warte mal kurz. Was ist jetzt so rätselmäßig? Ich habe jetzt gerade gar keinen Bock darauf, Digga. Aber wirklich so gar nicht. Digga. Meine Fresse, du Hurensohn. Was ist der kleine Pisshaufen? Digga, ich guck gleich einfach bei YouTube, Digga, ist wirklich so egal hier. Kann ich ihn nicht einfach abknallen? Ich habe jetzt alles zugemacht. Nice. Na, endlich. Na, jetzt will er raus. Perfekt. Du kleiner Ziegenficker, Alter. Kleines Müllvieh, Junge.
Ich meine, es war ganz süchtig, aber Junge, wie kann man so nerven? Oh Mann. Allahu Akbar. So. Items, nicht Recovery. Es war so klar. Oh. Was ist das denn hier? Was ist das hier? Start the battery, okay. Okay, alles klar. So. Jetzt haben wir die Starterbatterie. Jetzt meine Frage. Was mache ich damit? Warte mal. Okay, ich hab's verstanden. Ich bin gespannt, ob ich den Weg dahin finde. Okay, wie ich es mir schon ja wahrscheinlich gedacht habe. Aber ich hab's einfach vorher selber nochmal nachgeschaut. Ich würde sagen, zu Georgina, Alter, zu Regina. Boah, du Müllhaufen, Alter. Und so. So, warte. Items. Mal auf den Scheiß aufnehmen hier. Oh. Es geht gerade. Es ist nicht so schlimm. Aber so einige Sachen, wie ich jetzt wirklich zu konzentrieren, so fällt mir ein bisschen schwerer, sag ich dir ehrlich. Aber an sich, das Ding ist, ich spiele halt den ganzen Tag, Digga. Also gefühlt so. Mein Gott. Hurensohn. Bin ich nur Yu-Gi-Oh! Gucken. Ich habe letztens mit Kill Pro, glaube ich, war das. Habe ich ein bisschen mit ihm gequatscht über alte Zeiten. Dann sind wir aufs Thema Yu-Gi-Oh! Gekommen. Und dann waren wir, glaube ich, gemeinsam die erste Folge geschaut. Hatte ich wieder richtig Bock bekommen auf Yu-Gi-Oh! Und seitdem bin ich das, glaube ich, fast jetzt seit ein, zwei Tagen, wo ich jetzt krank bin, bin ich das immer schon täglich am gucken. Und ich sagte echt, Yu-Gi-Oh! Ist auch geil, Alter. Yu-Gi-Oh! Ist einfach richtig was Wildes. Macht richtig Spaß zu schauen. Also mal gucken, ob ich diesen Ort auf der Karte finde. Jungle Military Base. Research. Ja, Patrol Ship, Alter. Ich bin jetzt da. Ich sag dir, ich hab absolut keine Ahnung. Ich sag dir ganz ehrlich. Ich weiß es nicht, ob links oder rechts, ich kann es dir nicht sagen. Okay, ich glaube, ich weiß irgendwo. Also wir sind hier schon links, richtig. Das ist schon richtig. Oh. Ja, ich sag euch ehrlich, krank zu sein, das ist eins der hässlichsten Dinger, die es gibt. Ja, ich bin doch extra ausgewichen. Digga, diese Jump-Fig. Digga, bist du. Seid ihr keine Jet Lease oder sowas? Guck dir das an, Digga. Naja, Recovery. Ja, klein Scheiß auf, Junge. Ihr seid so hässlich. So. Jetzt hier durch. Oh, Mann, ey. Oh, mein Arsch. So.
Regina, ja fickt euch doch, ihr Hundeficker. Ihr kleinen Ziegenscheißer. Guck mal, wie hässlich ihr seid. Wisst ihr, wie hässlich ihr seid? Eure Väter sind hübscher. Ihr Hunde. So. Ja, aber ohne Witz, ne, immer zu dieser Jahreszeit, so. Ende 2000, also immer Ende des Jahres, eigentlich so meistens November, Dezember. Jetzt gerade ist es August. Erwischt mich immer eine Grippe. Aber jedes Jahr. Ich bin jedes Jahr einmal krank. Und so gegen Ende der Jahreszeit. Das ist so irgendwie, weiß ich nicht, Digga. Wie nennt man das? Irgendwie seit 2020 oder so. Gibt es, glaube ich, war ich bis jetzt kein einziges Jahr seit 2020, wo ich nicht krank war. Gegen Ende des Jahres. Also ich werde nicht oft krank, aber ich werde halt einmal krank. Und das halt dann so richtig. So, weiß ich, wenn so volles Paket Kopfschmerzen, Magen-Darm, Grippe, Digga. Und so weiter. Meine Schwester ist halt mit meiner Mutter heute. Die sind heute abgeflogen. Ich glaube, die sind schon längst. Oh, und so. Die sind, glaube ich, auch schon längst angekommen. Wir haben gerade den 12. August, wenn ich das gerade aufnehme. Also bei euch wahrscheinlich gegen Ende August wird das wahrscheinlich veröffentlicht. Sind die im Urlaub. In Kreta, glaube ich, Griechenland. Ich wollte eigentlich mitkommen, aber zum einen war es zu teuer. Ich glaube 1,3 pro Person. Und die sind schon bei 2,6. Da wäre es, glaube ich, irgendwie 3,9 oder so geworden, wo ich gesagt habe, ey, ist was, komm, nee, Dicker. Das war beiseite, das ist mir nicht wert. Und zum anderen, genau jetzt, wo die fliegen. Genau jetzt hat es mich erwischt. Also genau, ich glaube, so gestern hat es mich das erste Mal so richtig erwischt. Wo ich ja, glaube ich, das Let's Play hier angefangen habe, so am Morgen. Da ja, dachte ich auch so, Bro, ich sterbe hier. Ey, Digga. Deshalb ist die Folge halt aktuell so kurz, also 30 Minuten. Ey, ich krieg's schon, Jungs, ich krieg's nicht hin. Also 45, 60 Minuten, jetzt kannst du knicken. Ich bin froh, wenn ich die 30 schaffe. So, ja, hol uns eine, Digga. Ach du ja, Ziegenfickenden. Weil wenn ich jetzt nicht aufnehmen würde, mir wäre halt so langweilig. Weil den ganzen Tag nur Yu-Gi-Oh! Gucken ist halt zwar auch nicht, das ist zwar was Geiles, aber jetzt auch nicht das Wahre so. Ich kann halt nicht nur den ganzen Tag eine Sache machen. Es ist so, ich langweile mich zu Tode, Digga. Deshalb ein bisschen aufnehmen, muss nicht viel sein, aber so ab und an mal so für eine halbe Stunde. Ist das wirklich echt in Ordnung. Digga, ich will fast lachen. Oh, Digga. Als habe ich das falsch. Ist auch egal. So, warte mal jetzt. Boah, wo lang jetzt? Warte, wo lang jetzt? Okay, doch da lang. Ich habe manchmal so leicht so Schwillanfälle, Digga. Hier sind noch 11 Minuten, die ich aufnehmen muss. Ah, Digga, dann. Ich hab eh bis zu Regina die Folge und dann. Oh, geh weg, bitte. Oh, fast das schon, das ist sonst hier zu viel. Ich meine, das Game geht eh nur so 3 Stunden. Wir sind jetzt eh schon, glaube ich, bei meinem Drittel oder so. Also passt eh. Als nächstes kommt, möchte ich ein Real Let's Play machen. Zu einem Spiel, was wir schon bereits vor etwa über 4 Jahren gespielt haben. Diesmal die Xbox 360 Version. Habe ich mir gestern, glaube ich, während ich am Rendern war, habe ich mir die 360 Version aus dem Netz gezogen. Ich habe eine RGH3 gemoderte Xbox, habe ich euch im Room Tour Video gezeigt, für die, die es gesehen haben. Wir wissen ja, dass ich eine Halo Reach modded Xbox hab, also im Halo Reach Limited Edition Design. Und kannst du dir dann easy über FTP, ich glaube ISO to GOD, glaube ich, kannst du dir das umwandeln lassen und kannst du auf die Xbox drauf klatschen. Dann geht das.
She's gone. Yeah, I can see that. You know what else is weird? I've checked the stats on all the residents and soldiers, but I couldn't find any profile fitting her description. It's like she doesn't exist. Well, I was thinking, maybe she's not one of the survivors at all. What if those helmet people are from a completely different time than ours? What? Never mind. We found parts that might help fix the ship. But what matters now is we still haven't found any survivors or helpful data, so we must move on and search elsewhere. This control panel is programmed to search for the areas where we can dock. Use it. Right. Okay, alles klar. So. Oh, warte kurz. Kurz mal Recovery, hier die Sachen. Was ist jetzt? Rescue Pack? Aufladen, Magazines. Oh shit. Tools, was ist das denn, Alter? Inner Suit, was macht das? Oh. Oh, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn, Digga? Warte mal kurz, einen Moment. So. Okay. Oh, Digga, ich hab grad Schüttelfrost. Ja, was denn jetzt, das oder das? Nehmen wir das zuerst, oder? Komm. Oh mein Gott. We're surrounded. Don't worry. I'll take care of this. Shoot enemies with the machine gun. Okay. Oh. Ja, warte mal. Kurz mal absaven, falls was schief sein sollte. Oh nein, warum mit dem linken Stick, Digga? Das ist cool gemacht. Das ist cool gemacht. Na komm her, du Hundesohn. Oder ich feier das. Das ist wild. Allahu Akbar. Und hier gibt's auch einen Kombozähler. Amen Asikerem. Nein! Oh mein Gott. Was ist jetzt los? Ein scheiß Flugzeug! Allahu Akbar! Ah, man hat sie gerade mit Zwiebeln und Gurken. Digga, oh Gott, ist so kalt. Ich hab grad maximal einen Schüttelfrost. Aber maximal. Das ist doch gar nicht gekommen. Das ist wild. Aber ich muss mit links ziehen, das ist halt richtig belassen, Leute. Digga, was ist die Kombo-Kette? Nein, du Hurensohn. Wie lange denn noch hier? Was ist das denn hier? Good job, we're here. Aber es geschah Gott sei Dank. Oh mein Gott. Okay, sehr wild.
Cockpit Cabin. 33.000 Punkte, chillig. Okay. Jungs, ich mache aber hier trotzdem jetzt. Guck mal, wir sind bei 25 Minuten, noch 5 Minuten hin oder her. Ich kann nicht mehr. Es tut mir leid, Freunde. Oh. So, heute, wie gesagt, kürzere Folgen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wie gesagt, wenn ich gesund bin, dann gibt es hier eine normale Länge. Jetzt gerade muss ich mich wirklich sputen. Ich habe gerade übel Schüttelfrost. Aber ich wollte die Folge noch zu Ende kriegen. Wir sehen uns in der nächsten Episode, wenn es wieder heißt, Let's Play Dino Crisis 2. Bis dann, checkt die Mitsubishi Zwiebeln und haut rein.